Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich habe jetzt im Moment Semesterferien und die Semesterferien sind leider nicht so wie in der Schule. Also in der Schule hatte man ja einfach Ferien und konnte machen, was man will. Und ja, in den Semesterferien ist es so, dass man eben noch die Klausuren schreibt. Also zumindest bei mir ist es so. Ich glaube, das ist auch nicht in jedem Bundesland so. Also ich schreibe die Klausuren jetzt in den nächsten Wochen und dadurch muss ich halt lernen. Und bevor ich jetzt heute anfange zu lernen, muss ich erstmal spülen und noch ein bisschen was einkaufen. Und ja, dann mal schauen, was ich noch heute so mache. Also ich habe echt noch gar keinen Plan so richtig. Ich lasse es einfach mal so auf mich zukommen. Also ich bin jetzt fertig mit Spülen und ja, ich hasse Spülen echt. Also ich finde das echt so nervig, immer alles wieder sauber zu machen und so. Und eine Spülmaschine ist schon echt super praktisch. Und ja, man merkt aber erst, wie toll so eine Spülmaschine ist, wenn man keine hat. Ja, aber geht halt nicht anders. So, ich bin von meinem Einkauf zurück und ja, ich räume eben die ganzen Sachen hier ein, die ich so eingekauft habe, und dann muss ich auch schon ein bisschen lernen. So, also ich lerne jetzt ein bisschen und ja, wirklich Bock habe ich jetzt nicht. Also ich kann mir Besseres vorstellen, als jetzt hier zu sitzen und zu lernen, vor allem, weil jetzt gerade nochmal die Sonne rausgekommen ist, so. Also gerade als ich einkaufen war, war es noch alles bewölkt und so, und jetzt kommt halt die Sonne langsam raus und es wird schöner draußen und ja, was will man machen, ne? Ich muss auf jeden Fall Bauinformatik lernen. Also es hatte jemand in den Kommentaren gesagt, dass ich mal ein bisschen was zu meinem Studium erzählen soll. Und ja, das wollte ich eigentlich mit Jonas machen, weil der hat dasselbe studiert, so wie ich. Und dann passt es eigentlich ganz gut. Und ich denke auch, dass ihm noch was einfällt, was mir vielleicht nicht so einfällt. Und das machen wir dann auf jeden Fall noch. Und ja, ich wollte jetzt nur kurz was dazu sagen. Ich lerne halt Bauinformatik, also ja, Informatik, aber es sind halt wirklich nur so die Grundlagen mit Java und sowas, so ein bisschen Programmieren. Ich hatte Informatik, glaube ich, nur in der 7. Klasse in der Schule oder sowas, also kann ich echt fast gar nichts. Und es ist so mehr oder weniger Neuland eigentlich für mich. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum man das braucht, also das weiß irgendwie niemand so ganz. Und es wurde gesagt, dass wir dann später so irgendwie eine App oder sowas programmieren können, die uns dann irgendwie weiterhilft, irgendein Problem zu lösen oder sowas. Also, ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt nach dem Semester nicht wirklich das Gefühl, als könnte ich irgendeine App oder irgendwas programmieren. Also ich lerne dann auf jeden Fall jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht genau, wie lange das so wird. Mal schauen, auf jeden Fall sehen wir uns dann gleich wieder. Und ja, ich denke, ich mache zwischendurch ein paar Aufnahmen, irgendwie einen Zeitraffer von draußen oder was weiß ich, irgendwas. Guckt euch mal an, wie krass die Sonne gerade einfach scheint. Das ist so krass. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt, aber es ist echt so hell und so, ja, sonnig halt. Und auch richtig warm. Also mir ist echt warm hier in dem Oberteil, was ich anhabe. Das ist ja nicht mal was Dickes, also kein dicker Pulli oder so. Aber es ist echt schon krass und ja, ich würde eigentlich schon gerne rausgehen. Aber ich habe halt noch was zu lernen und ja, apropos lernen, ich habe jetzt was gelernt auf jeden Fall, aber ich habe jetzt so Hunger, also
ja, echt schon Hunger, dass ich jetzt erstmal mir was zu essen machen muss, bevor ich weiterlernen kann. Und dann, ja, geht's weiter. Die Sonne, ey, ich komme da gerade gar nicht drauf klar. Das ist einfach so schön. Und ich freue mich auch echt mal wieder auf den Frühling. Also jetzt Winter und so hat jetzt gereicht. Und jetzt kann es echt mal wieder warm werden, finde ich. Die Sonne blendet gerade zwar ein bisschen, aber ja, ich habe mir jetzt einen Wrap gemacht. Den muss ich jetzt nur noch zusammenrollen und dann kann ich auch schon essen. Tada! Und ja, ich esse jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Essen, wenn ich hoffentlich nicht mehr so viel Hunger habe. Also ich habe jetzt fertig gegessen und ja, ich glaube, man erkennt schon, die Sonne scheint hier nicht mehr so rein. Ja, es liegt ganz einfach daran, dass die Sonne jetzt hinter den Häusern so verschwunden ist. Also so da hinten, irgendwo hinter ist sie jetzt. Und man sieht nur noch am Himmel so ein bisschen was Helles eigentlich. Ja, aber der Himmel ist jetzt auf jeden Fall schön blau. Und es ist keine einzige Wolke mehr da. Also heute Mittag war es ja richtig bewölkt und man hat eigentlich kaum was vom Himmel gesehen. Und jetzt richtig blau, ja. Ich lerne jetzt auf jeden Fall noch mal was. Ich unterbreche mein Lernen noch mal kurz, weil ich noch mal eure Meinung wissen wollte und ich wollte es einfach noch mal bei Tageslicht machen und ja, nicht nachher, wenn ich so meine Lampen anmachen muss und so und ja. Und zwar, kennt ihr diese Taube? Diese, ich hoffe, das fokussiert jetzt richtig. Diese komische Taube, die einfach nur ihren Kopf so bewegt. Und die eigentlich überhaupt keinen Sinn hat. Ich habe die jetzt in letzter Zeit öfter mal bei Facebook gesehen und auch schon in irgendwelchen YouTube-Videos und so. Und allgemein so im Internet. Und ich finde die einfach richtig bescheuert. Ich weiß nicht, die hatte keinen Sinn, sie bewegt nur ihren Kopf. Ich lerne dann jetzt mal weiter, so, das war nur mal so ein kleiner Einschub, ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Mir ist wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte, und zwar wollte ich diese Dinger hier, ich weiß nicht, erkennt man das, die habe ich jetzt schon, eine Weile bei mir hier rumliegen, das sind so, ja, wie soll das denn, für so, das Antennenkabel, ich glaube, das ist das, Antennenkabel, ja. Also auf jeden Fall für Fernsehen und Internet und so. Das muss ich noch anbringen bei mir hinter der Couch. Das mache ich auf jeden Fall gleich noch. Aber jetzt lerne ich erstmal noch ein bisschen und dann bringe ich das an und dann schauen wir mal weiter. Also ich weiß nicht, was heute los ist, aber irgendwie ist dauerhaft mein Kamera-Akku leer. Ich hatte eben, ganz am Anfang hatte ich diesen Akku drin und der ist jetzt wieder voll. Wow. Der ist jetzt wieder vollgeladen und der Akku, der in der Kamera ist, ist jetzt wieder leer. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach so viel Zeitraffer gemacht habe. Ja, weil da einfach die Kamera dann 20 Minuten oder was weiß ich wie lang einfach durchgehend an ist und das zieht halt richtig Akku. Ja. Aber dann wechsle ich jetzt wieder den Akku, lerne weiter und dann... Also ich bin jetzt fertig mit Lernen für heute und ja, mittlerweile brauche ich jetzt auch schon Licht, weil es einfach zu dunkel ist draußen. Und ja, wie gesagt... Widme ich mich jetzt mal diesen Dingern. So, diesen Teilen. Und ich hoffe, das Bild rauscht nicht zu sehr, weil mir ist aufgefallen, immer wenn es dunkel ist, oder ja, es ist ja jetzt nicht ganz dunkel, aber so relativ dunkel, dann rauscht das Bild immer so von der Kamera. Also das sehe ich, auf dem Display sehe ich das nicht so, aber hinterher war halt in der Aufnahme, also wenn ich das dann am Computer schneide, dann sehe ich das halt immer, aber ich kann halt nichts mehr dran ändern und ich versuche jetzt einfach alles gut genug auszuleuchten und dann, ja, hoffe ich, dass es klappt und dass es nicht so sehr rauscht und ich denke, jetzt wird es rauschen. So, jetzt ist das Licht an und ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich
den Anschluss hinter meiner Couch habe. Hatte ich, glaube ich, gesagt. Weiß ich nicht. Wenn nicht, habe ich das jetzt gesagt. Und ja, ich brauche noch eben ein Stativ. So. So, ja, wie machen wir es jetzt am besten? Ich stelle euch mal eben hier ab. So. So, das ist jetzt das gute Stück. Wenn es jetzt fokussiert, kann man das vielleicht erkennen. Es fokussiert aber nicht. Und ja, es ist einfach nur so eine Ecke halt. Nichts Besonderes eigentlich, aber ja, ich muss halt trotzdem wechseln. Und jetzt muss ich erstmal eben ja, meinen Router sozusagen ausmachen. So, jetzt ist er aus. Ich stelle euch wieder ab und dann ziehe ich mal die Couch eben nach vorne. So, jetzt muss ich das hier rausdrehen und dann halt das Stück da dran machen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, und das jetzt einfach wieder hier festmachen. So. Also ich guck gleich mal, ob es funktioniert. Aber es sollte eigentlich funktionieren. Und was mir gerade aufgefallen ist, als ich die Box hier bewegt habe. Und guck mal, sieht man das? Die ganze Tapete hier bewegt sich halt noch mit. Sieht schon lustig aus. Also ich glaube, das kommt auf der Kamera nicht ganz so rüber. Ja, ich hoffe, man hat jetzt überhaupt richtig erkannt, was ich da so gemacht habe. Ich schiebe jetzt mal wieder die Couch richtig dran. So. Zack. So, und jetzt kann ich eben die Couch weiter ranschieben, weil da eben jetzt die Ecke ist. Und dann muss ich keine Angst mehr haben, dass das Kabel abknickt und ja, dass dann hier nichts mehr funktioniert. Und jetzt mache ich hier das mal wieder an. Also ich mache jetzt den Router wieder an. Und im Moment spackt doch irgendwie mein WLAN rum. Also alle 10 Minuten oder so geht das aus. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe irgendwie, dass ich das selbst wieder behebe, wenn ich einfach den Router mal neu starte. Und ja, jetzt mache ich den mal eben an. So, jetzt leuchtet hier schon wieder alles auf. Ja. Und jetzt muss ich einfach noch ein paar Minuten warten, dass der eben hochfährt und so. Und dann, ja, sehen wir uns gleich mal wieder, wenn ich am Laptop bin. So, also ich bin jetzt an meinem Laptop und ja, das Internet funktioniert. Also hier kann man sehen, der hat Google geladen und oben das WLAN-Symbol ist auch da. Also, das passt alles. Ich hoffe, meine Kamera hat jetzt fokussiert. Das ist ja auch immer so ein Ding. ja, ich hoffe, ihr konntet es jetzt sehen. Und ja, ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle den Vlog. Ich mache jetzt, denke ich mal, gar nichts mehr. Es ist jetzt 6:30. Ich mache mir gleich noch was zu essen und vielleicht lerne ich noch mal was, vielleicht auch nicht. Und ja, dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Ja, tschüssi.